Ich heiße Angie. And I'm Robbie Scruggs. And und ich bin Robbie Scruggs. Scruggs Photography in Studio 550. In Laurel. Ich war nie weg. All my life. We have two girls. Wir haben zwei Töchter. Emmy ist 19 und schon auf dem College. Sadie ist 15. Das ist klar. Bald ist das Nest ganz leer. Die beiden fragen sich, wie es dann weitergeht. Ein völlig neues Haus, das die Kinder nicht kennen, ist gewagt. Da fehlen die Erinnerungen, aber die Sorgen auch. Dann müssten sie nicht auf der Baustelle leben. Und die Unzufriedenheit mit dem Grundriss fällt weg. Wir kennen es alle, das Scruggs-Haus. Hier lebt ihr seit 15 Jahren. Es hat 4 Zimmer, 2 Bäder und 250 Quadratmeter. Wenn ihr es verkauft, kriegt ihr rund $300.000 dafür, die ihr in ein neues Haus stecken könnt. Hier beträgt euer Renovierungsbudget $75.000. Ihr kennt es ja genau. Mir gefallen die Klinker, die Fenster und die Bäume. Draußen gibt es kein Problem. Es ist ein wunderbares Haus, das man vielleicht noch etwas charmanter gestalten könnte. Das Braun geht in der Umgebung etwas unter, aber da würde ich nur wenige Änderungen vorschlagen. Ich würde die Fensterläden entfernen, weil sie sich farblich kaum abheben. Da würde ich einfach einen Blumenkasten anbringen, ganz pflegeleicht. Der Türrahmen kann schlichter sein und vielleicht eine hellere Haustür. In Salbeigrün. Klasse. Mehr Farbe. Vielleicht reicht das. Es ist so schön, da würde ich kaum was ändern. Der Blumenkasten gefällt mir. Du musst sagen, wie viel Arbeit du reinstecken willst. Einen Blumenkasten zu bepflanzen, schaffen wir gerade noch. Außen wären das $5.000. Alles in allem 75.000. Machbar. Wir können alle Probleme hier lösen. Sehr cool. Das Scruggs-Haus war nie hässlich. Darum ging es gar nicht. Es entsprach bloß nicht dem Stil von Robbie und Angie. Holy cow! Oh my gosh! Mehr als ein Tisch. Eine Skulptur, an der man isst. Sie haben sich schon 15 Jahre hier wohlgefühlt. Jetzt werden sie hoffentlich nie wieder ausziehen wollen. We hope they never want to leave, because it's exactly them. Welcome back. Endlich zurück im Scruggs-Haus. Eindrucksvoll. Super. Es gibt eine neue Haustür und einen schlichteren Türrahmen. Keine Fensterläden mehr, dafür ein Blumenkasten. Es war ja schon schön. Es ging eher um Vereinfachung, damit es lässiger wirkt. Herrliche Tür. Meine Kraftfarbe. Was ist denn das? Klingt gut. Die gibt ihr Power. Welches ist meine? Weiß nicht. His is Plaid. Caro. Plaid ist his power color. Wie bitte, Liebling? Ja, ich komme gleich. Meine Küche hat mit mir gesprochen. Sie ruft schon? Sehnsuchtsvoll. Gedulde dich noch, Schatz. Geht rein. Aber geht es langsam an. Oh my God. Unglaublich. Keine riesigen Einbauschränke mehr. Wirkt viel größer. Was für eine großartige Couch. Reicht die? Sieht gut aus. Ich passe tatsächlich drauf. Komplett. Wunderschön. So ist es einfach klarer. Keine Zierleiste mehr an der Decke. Wirkt viel höher. Ihr solltet das beruflich machen. Danke. Ich will was zum Esszimmer sagen. Versucht erstmal noch nicht in die Küche zu gucken. Die ist gleich dran. Wahnsinnstisch. Oh my goodness. Gosh, that hammerschön. Visionär. Wer hat den gebaut? Das sehe ich sofort. Jason Kimes. Mit mir zusammen. Das Gestell stammt aus Jasons Werkstatt, die Platte aus meiner. Das ist Walnuss, ganz schlicht, mit Hirnleiste. Haut mich um.
Der hat was. Jetzt ist hier so viel Platz. Da können mehr am Tisch sitzen. Weil die Wand weg ist. Das macht viel aus, insgesamt. Und vom Tisch ist es zur Küche nicht mehr weit. Das stimmt. Du kannst es einfach nicht erwarten. Dabei versuche ich mich echt zu beherrschen. Hörst du was? Ja. Ich auch. Was? Sie flüstert meinen Namen. Okay. Na gut. Two, three. Dreht euch um. Vor Glück gestorben. Wegen der Küche. Neue Todesart. I love it. Ich bin begeistert. Und ich hätte nie gedacht, dass sie so groß sein kann. That is stunning. I love the expo. Toller Fliesenspiegel. Und die Spüle. Oh, look. Unsere Mädchen. Wir wollten ihnen einen Platz geben. Ben hat den Glasstein von der Farm deines Dads. Nun ist es ein Bilderrahmen. Wow, that's pretty cool. Sehr persönlich. Der Balken und der Dunstabzug sind für dich, Angie. Du magst doch Holz. Klasse. Aber nur ein paar kleine Akzente, damit es modern bleibt. Was sagt ihr zum Eichenparkett? Passt zum Rest. Ich bin echt sprachlos. Und dauernd entdecke ich noch was Neues. Es ist perfekt. Wisst ihr was? Das ist nicht alles. Wir haben noch ein Bad renoviert. Ach ja. Seht's euch an. Oh my gosh, this is herrlich. Mit Tageslicht. 9 Lampen am Waschtisch und in der Decke. Da kann man sich besser schminken. Definitiv. Und die Mädchen haben endlich ihre Dusche. Nach 15 Jahren. Lang drauf gewartet. Das Fliesenmuster ist auch was Besonderes. Sehr eindrucksvoll. Sie werden begeistert sein. Sie werden es gar nicht fassen können. Diese schicke Dusche und all die Details sind ein Traum. Ich muss euch sagen, dass ihr die Nostalgikerin in mir glücklich macht, weil ihr hier bleibt. Von hier aus wirkt es allerdings wie ein völlig neues Haus. Euer Budget hat $75,000 betragen. Wegen des Küchenbodens wurden es 80.000. Aber es hat sich gelohnt. Finde ich auch. Das war die richtige Entscheidung. Ich habe euch noch das Aquarell geschenkt. Schön.